Hallo zusammen, Wolf Fuß und Frank Puschmann begrüßen Sie zur heutigen Partie. Es gibt Spiele, da musst du als Trainer deinen Jungs gar nicht viel sagen. Heute steht eine solche Partie an, Dortmund gegen Bayern, das ewige Duell in der Bundesliga. Das Spiel, was auch weltweit die meiste mediale Aufmerksamkeit erlangt. Und das ist ja kein Wunder, wenn man sich mal anschaut, wie die Duelle in den vergangenen Jahren abgelaufen sind. Das waren fantastische Spiele mit Tempo-Fußball, vielen Toren und vor allem nicht immer dem FC Bayern als Sieger, ganz im Gegenteil. Und das macht dann am Ende den Reiz aus, wenn es mit der Borussia ein Team gibt, das den großen Bayern die Stirn bieten kann. Borussia Dortmund spielt heute gegen Bayern München. Es spielen hier also die stärkste Offensive gegen die beste Defensive. Interessante Konstellation. Ich bin mal gespannt, wer sich da am Ende durchsetzen kann. Was können wir vom BVB heute erwarten, Buschi? Eine überragende Heimbilanz in dieser Saison bisher. Das ist die Basis ihres Erfolgs. In den Heimspielen zeigen sie absolut konstante Leistungen und folgerichtig gab es noch keine Niederlage. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Im Grunde die klassische Verteilung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird da natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwerer auszurechnen. So gehen es die Bayern also heute an. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Das Westfalenstadion, wie der Signal Iduna Park bekanntermaßen zuvor hieß, wurde im April 1974 fertiggestellt. Damals spielte der BVB übrigens noch in der zweiten Liga und maximal 54.000 fanden darin Platz. Heute sind es über 80.000, eine immer wieder imposante Kulisse. Das erste Spiel im Stadion endete übrigens 0-0. Gegner war Bayer Uerdingen. Weigel und Götze, Reus, Dembélé, jetzt vielleicht der BVB, da trennt er ihn fair vom Ball, nun Götze, Weigel. Und Alonso. Reus. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Steiges Spiel, gute Idee. Und jetzt ein Schuss. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Vidal. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Jetzt vielleicht, Aubameyang einmal. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Jetzt Alonso. Vidal am Ball. Xabi Alonso. Robben. Da passt er auf. Jetzt nochmal die Bayern. Er macht das Spiel schnell. Schuss! Der geht nicht rein. Kennen wir sonst anders von ihm. Ich glaube, das passiert ihm auch kein zweites Mal. Sie müssen sich jetzt was einfallen lassen, um ihn besser zu verteidigen. Vidal. Xabi Alonso. Und Vidal. Thiago.
Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Jetzt Aubameyang. Xabi Alonso. Und faul an Robben, aber gibt Vorteil. Jetzt die Bayern im Angriff. Lewandowski. Geht er rein? Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Da zieht er ab, an den Pfosten und dann ins Tor aus. Weigel. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Spielt den Ball in den freien Raum. Gonzalo Castro! Etwas tiefer und der Ball ist drin. Xabi Alonso. Nun Mats Hummels. Alaba. Das Potenzial von David Alaba haben Sie in Österreich schon früh entdeckt, Buschi. Ja, dementsprechend hält er auch den Rekord als jüngster Nationalspieler aller Zeiten. Heute ist er natürlich die tragende Stütze der Mannschaft. Lewandowski. Für heutige Verhältnisse. Abgepfiffen die Aktion. Freistoß gegen Dortmund. Gar keine schlechte Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Jetzt Boateng. Die Bayern im Vorwärtsgang. Er versucht's. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Marco Reus. Da gibt es Vorteil für den BVB. Gonzalo Castro. Weigel. Pass auf die Außenbahn. Abwehr hat aufgepasst. Douglas Costa am Ball. Xabi Alonso. Das wird Freistoß gegen den BVB geben. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Er legte alles rein in den Schuss, hat ihn aber zu hoch angesetzt. Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Marc Bartra. Und nun Götze. Gonzalo Castro jetzt. Und Alaba. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Und Alonso. Thiago. Jetzt müssen sie aufpassen. Eine gute Verteidigung. Lewandowski. Klasse aufgepasst vom Torwart. Eckball für die Bayern. Jerome Boateng. Und das war verdammt knapp. Richtig gute Möglichkeit. Wirklich eine klasse Szene. Ecken können sie, das haben sie hier mal wieder gezeigt.
Und Götze. Weigel. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Und Douglas Costa. Das könnte eine Gelegenheit werden. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Souverän, er hat den Ball. Er spielt den Steilpass. Klasse Technik. Wie die Bayern in den letzten Jahren aufgetreten sind, das ist schon Wahnsinn, oder? Definitiv, national waren sie so konstant. Da gibt er Freistoß, gute Möglichkeit. Gelbe Karte für Jerome Boateng. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Keine schlechte Flanke, aber das löst er gut. Reus flankt. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Ein paar Worte zu Manuel Neuer. Ja, auf ihn reagieren die heimischen Fans jetzt empfindlich, wie man hören kann. Buschi, noch mal kurz zurück zum Rekordmeister. Wo siehst du sie in dieser Saison? Also klar, in der Bundesliga führt der Titel auch dieses Jahr wieder nur über die Bayern. Und international, ja, da gibt es eben diese Garantie, was mitzunehmen, nicht? Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Reus. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Aubameyang. Fairer Einsatz hier. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Und Douglas Costa. Da geht er dazwischen. Foulspiel gepfiffen. Es gibt Freistoß gegen Borussia Dortmund. Vidal. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Jetzt Piszczek. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das gibt einen Einwurf. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Gut in den Lauf gespielt. Und da kommt er an den Ball. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Sehr gut aufgepasst. Dembélé. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das macht er gut. Aubameyang. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Schmelzer. Könnte gefährlich werden nach dem Einwurf für die Bayern.
Thiago. Boateng. Reus. 4 Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Dembélé. Den Ball hält er gut. Es gibt Ecke. Marco Reus bringt sie rein. Neuer mit der Faust dran. Jetzt schießt er. Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Piszczek. Vidal. So, jetzt ist erstmal Pause, steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. So, jetzt geht's endlich weiter. Hier kommt Durchgang 2 im Signal Iduna Park. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Jetzt die Gelegenheit. Da passt der Klasse auf. Es bleibt also beim 0:0 und das hat er richtig stark gelöst. Jetzt Alonso. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Alaba. Da trennt er ihn fair vom Ball. Steil gespielt. Mit dem Pass suchen sie Lewandowski. Weigel. Jetzt vielleicht der BVB. Schön dazwischen gegangen. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Lass uns mal kurz über Arjen Robben sprechen. Auch jetzt hier im zweiten Durchgang haben sie etwas gegen ihn, ganz offensichtlich. Es ist sicher keine einfache Partie für ihn heute. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Douglas Costa! Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Gonzalo Castro. Götze am Ball. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Alaba. Auf der Position als Linksverteidiger gibt es eigentlich keinen besseren als David Alaba, oder? Also auf jeden Fall gehört er da zur absoluten Weltspitze. Dabei könnte er ja auch im Mittelfeld spielen. Der Kerl ist ein Multitalent. Jetzt Aubameyang. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Wollen die Führung, aber die Chance vergeben. Ja.
Arjen Robben jetzt. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Den spielt er in den Lauf. Robben! Robben! Jetzt hatten sie die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Und Thiago. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Marc Bartra. Chance vertan, die Kugel ist weg. Jetzt nochmal die Bayern. Und er bringt den Ball rein. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Dembélé. Gute Chance. Xabi Alonso am Ball. Da holt er den Ball zurück. Und jetzt Reus. Weigel. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Sie bringen einen frischen Mann. Arjen Robben geht raus. Douglas Costa am Ball. Er spielt den Pass zurück. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Jetzt haben sie den Ball. Dembélé. Wird das seine Torchance? Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so sich. Thiago, das Unentschieden ist ihnen nicht genug. Sie wollen das Ding gewinnen. Alaba. Er spielt den Pass auf den Flügel. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Und jetzt Reus. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Jetzt die Gelegenheit. Sie geben Gas, wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Kimmich. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Ball ist weg. Da kam die Flanke nicht gut rein.
Und schon ist der Ball weg. Findet den Mitspieler. Thiago! Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Und da ist der Torwart da. Er hält das Unentschieden fest. Lewandowski. Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen sie aus. Gute Hereingabe. Der Abschluss nicht. Thiago. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Der Ball kommt gut. Gut aufgepasst in der Abwehr. Ribéry! Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Und Marco Reus. Gut vom Schiedsrichter. Da gibt er Vorteil für Dortmund. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Einwurf jetzt von David Alaba. Kimmich. Xabi Alonso. Douglas Costa jetzt. Sauber vom Ball getrennt hier. Und Alaba. Douglas Costa jetzt. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Die Bayern im Vorwärtsgang. Schöne Flanke. Da fängt er die Flanke ab. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Hummels. Was fällt den Bayern noch ein? Momentan müssten sie mit dem Unentschieden leben. Reus vielleicht mit einer Idee. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Abwehr hat aufgepasst. Xabi Alonso. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Und jetzt wechseln die Münchner. Und über Ribéry könnte jetzt was gehen. Super Flanke. Kingsley Coman. Es bleibt also beim 0:0 und das hat er richtig stark gelöst. Der Ball über die Linie gibt Ecke. Ja.
Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt Piszczek. Weigel. Dembélé. Piszczek. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Da trennt er ihn fair vom Ball. Jetzt ist der Ball dort auch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Xabi Alonso. Philipp Lahm am Ball. Und Götze. Weigel. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Und er bringt den Ball rein. Piszczek. Geht er rein? Eckball für Dortmund. Gute Chance jetzt. Und hier jetzt der Statistikvergleich. So viele Ecken gab es bisher. Vielleicht bringt der ruhende Ball was. Gibt Ecke für Dortmund. Schießt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Reus flankt. Gefährliche Flanke, aber der Verteidiger ist zuerst am Ball. Ribéry. Franck Ribéry dürfte einer der besten Spieler sein, die je in der Bundesliga gespielt haben. Ja, beeindruckend, vor allem sein Spielwitz, seine enorme Stärke im 1 gegen 1. Kommt ja nicht von ungefähr, dass er bei den Fans absoluter Publikumsliebling ist. Verteidigung. Lewandowski, klasse aufgepasst vom Torwart. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das macht er gut. Aubameyang, ganz starke Aktion vom Torhüter. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Dembélé. Den Ball hält er gut. Und jetzt die Gelegenheit. Da passt der Klasse auf. Mitspieler. Thiago!